Susanne zu Jan trifft. Das mal meine Schwester Susanne. Ihre Vorstellung kommt gerade nach dem Intro. Hallo Susanne, willst du dich kurz vorstellen? Ja, genau. Mein Name ist Susanne Graf. Ich bin deine kleine Schwester. Ich bin 7 Jahre jünger als du. Also ich bin 19-jährig. Und ich wohne in Baar. Ich arbeite als Kinderbetreuerin. Bin im letzten Lehrjahr, also im Sommer, den Abschluss in einer Beziehung und glücklich. Okay, dann zur ersten Frage. Wie war die Kindheit mit mir? Also, als beeinträchtiger Brief. Für mich war, ich glaube, bis an Kindergarten an gar nicht richtig klar gewesen, dass es andere Kinder gibt, die nicht einen Bruder im Rollstuhl haben. Also für mich war irgendwie klar gewesen, alle Brüder haben einen Rollstuhl. Das ist dann so im Kindergartenalter aufgekommen, wenn ich so meine beste Kollegin und Schwester und so kennengelernt habe, dass es ganz viele Menschen gibt, die laufen können und meine Brüder nicht. Und ich glaube, das war auch so eine frühe Stunde daheim. Aber ich durfte viel bei dir beim Gamen zuschauen und auch sonst so das Schachspielen und alles. Also ich hatte dich viel so als Vorbild gesehen, als grosser Bruder, wie das auch normal ist eigentlich bei den Kindern. Und ich kann einfach auch immer das wählen, was du hast wählen. Und für mich hat es da als Kind keinen Unterschied gegeben, ob du im Rollstuhl bist oder nicht. Was, wenn wir gestritten haben, dann konnte ich nur eine Eckbank kommen und du hast mich nicht verwünscht. Das war so der Vorteil, den ich als kleine Schwester hatte. Aber sonst hat es da nicht wirklich einen Unterschied gegeben für mich. Also hat es auch nichts gegeben, wo du hast gedacht, dass du als kleines Kind müssen verzichten. Natürlich hast du es nicht so festgestellt, aber dass ich irgendwie bevorzugt worden bin oder dass du hast müssen auf etwas verzichten. Hat es so Situationen gegeben? Ja, also wie soll ich sagen, was ich jetzt von der Kinderpsychologie her weiss, es ist normal, wenn man einen grossen Bruder oder eine grosse Schwester hat, dass man als kleines Geschwister die immer das Gefühl hat, ich darf weniger und so. Also nehmen wir das Beispiel Gockiglas. Wenn es Mami ins Gocki geschenkt hat, du das grosse Glas ins kleine Glas. Das sind so die Sachen, die ich gefunden habe, die voll ungerecht. Warum darf das denn? Aber es hat nichts mit der Behinderung zu tun. Und dass ich so viel habe mit der Therapie und du jetzt bist du die Grossmutter oder so? Das war ein Unterschied. Also, wenn ich zum Grossjahr müsste oder sonst noch immer hin und zum Beispiel mit ihr in Therapie gegangen ist, ist für mich immer klar, dass seine Mami geht mit dem Jan spielen und ich muss zum Grossi. Ich habe dort nicht gecheckt, dass du Therapie hast. Und Mami hat zwar immer wieder gesagt, ja, sei streng und alles für dich und auch nicht lustig oder amüsant. Aber dass du darfst Zeit mit der Mami verbringen und ich nicht, das war als Kind schwer nachvollziehbar, wo dann erst so mit 10 aufwärts für mich wirklich klar war, da ist ein Unterschied. Was Mami ja angefangen hat, ist mich mitnehmen in Therapie. Was für dich weniger lustig war, weil ich die Aufmerksamkeit von allen gesucht habe, mit Turnen und Singen und Machen und Tun. Und es für dich auch nicht ganz so amüsant war in der Therapie. Aber später habe ich dann das Verständnis dafür bekommen. Ja, natürlich, aber da bin ich selber noch mit mir beschäftigt. Ich habe gerne den Mittelpunkt, aber das hat sich dann auch mit dem Lauf vom Alter schon auch ergeben. Mhm. Hat es denn Situationen gegeben, also du hast schon angeschnitten, dass das eigentlich der grösste Vorwurf war an unsere Eltern, aber hat es denn auch jemanden gegeben, wo du das hast können erzählen oder hast du das mit dir ausgemacht oder so? Ich habe nie mit Kolleginnen über dich und deinen Rollstuhl geredet. Also, was jetzt angefangen hat in meiner Ausbildung, dass man sich jetzt anfängt zu reflektieren, oder mit Kolleginnen mal das Thema, wenn wir es auch irgendwie haben in der Schule, besprechen, ja. Als Kind nicht. Also für mich ist, ich bin mit dem aufgewachsen, für mich hat das gar nicht anders gegeben. Und durch das hatte ich auch nie das Bedürfnis gehabt, mit jemandem darüber zu schwätzen, weil ich habe das recht gut mit mir selber vereinbaren können. Und es war für mich keine Belastung. Und jetzt so zu der Schulzeit, Einschulung, wo du schon vorher angesprochen hast, so die Erkenntnis gekommen ist und nicht jedes Kind einen beeinträchtigten Bruder hat. Wie hast du auf das reagiert und wie haben auch Mitschüler darauf reagiert, dass du einen beeinträchtigten Bruder hast? Mhm. Also ich bin nicht in
die erste Klasse kam und hat mit dem Schulzimmer umgegriffen, ey, mein Bruder sitzt im Rollstuhl. Also, das ist dann erst aufgekommen, wenn jemand bei uns daheim war. Aber ganz oft habe ich von außen gespielt und gekleidert und geschlittert und gemacht und da. Und dort ist das eh nicht so zur Sprache gekommen. Und die, die ich kennengelernt haben, haben am Anfang so ein bisschen Berührungsängste gehabt, haben dann aber auch schnell gemerkt, dass du voll fit bist, dass du halt einfach im Rollstuhl den Rollstuhl brauchst, um dich fortbewegen. Und gerade so die besten Kolleginnen, die ich hatte, sind mit dir aufgewachsen. Und die haben dich so ins Herz geschlossen und als, ich sage jetzt mal, grosser Bruder von der Kollegin oder als Kollege angesehen, dass das gar nicht zur Sprache ist. Warum ist das so? Oder du bist voll komisch, dein Bruder ist im Rollstuhl. Das Thema hatte ich nie gehabt. Also hat es nie auf dem Schulhof irgendwie Schöpferli gegeben, nie mit einem beeinträchtigten Bruder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe eher geprallt, wenn mich die Buben belagert haben, ich hole meinen Bruder. Weil du dort obendurch voll fit warst und ich gewusst habe, du könntest denen weh machen, wenn die mich belagen. Also ich habe das einfach immer so gesagt. Und auch dann ist nie ein dummer Spruch gekommen. Ja, aber dann hätte ich die hinter der Eckbank können. Dann hätte ich wieder nicht können, oder? Also, Argument. Argument. Ich hatte Angst in der Oberstufe. Ah, okay. Das Thema wird so, wenn ich in der Pubertät war. Aber eben auch dort, die ganzen Haufen haben das gar nicht gewusst. Und du bist halt auch nicht bei uns in der Schule gewesen. Also ich weiss nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte, wenn der Altersunterschied weniger gross gewesen wäre und du bei uns an die Schule gegangen wärst, wäre das sicher viel mehr Thema gewesen. Aber auch selbst in der Oberstufe, wo ich mit Hochpubertären oder von Hochpubertären umgegangen war, Thema ist das nie grossartig geworden. Zum Thema Pubertät hat es dann für dich auch einen Punkt gegeben, wo du dich total eigentlich umgangssprachlich asozial dem Thema begegnet bist? Wir waren dort halt recht auf Kriegsfuss, weil du schon fast zu der Pubertät aus warst und reif geworden bist und ich voll der Hitzkopf war. Und dann habe ich mir wieder eine Mami vorgeworfen, das ist der Jan verliebt und alles. Aber es hat sich selten auf Behinderung bezogen. Und was ich auch von mir behaupten kann, ich habe dich nie geföppelt oder etwas Thema Rollstuhl. Also was ich jetzt weiss, vielleicht verdränge ich auch etwas, ich habe nie gesagt, du Behinderte dies, das oder sonst irgendwie, weil man ist mit dem aufgewachsen und das ist einfach so. Nein, das hast du nicht. Das kann ich auch bestätigen, dass du es nie hast. Ja. Wie hast du den Besuch, den ich mal in der dritten oder vierten Klasse gemacht habe, empfunden? Also ich habe mich mega gefreut, dass du zu uns in die Schule kommst. Weil mich hat das mega aufgeregt, ich war dort so sensibilisiert auf das Thema, wenn jemand gesagt hat, du bist voll behindert. Bin ich zum Teil voll ausgerastet und habe gefunden, ey, ich habe den Laden, das sagt man nicht, der ist nicht behindert, du kannst sagen, dumm oder was auch immer, weißt du überhaupt, was behindert heisst. Und das ist dann auch in unserer Klasse so aufgekommen, die Lehrerin hat das auch aufgefasst, dann ist das zustande gekommen mit dir. Und ich habe mich voll gefreut, dass das mal angeschaut wird, weil es hat mich dazu mal mega hässig gemacht. Und wo du da warst, ist es schon komisch. Weil es schwätzt jemand, den du voll gut kennst und mit dem Thema voll draus kommst und alle schauen dich immer so an. Aber erstens hast du das mega schön gestaltet und sind alle fasziniert. Später ist das Thema ÖV-behindert auch nicht mehr so aufgekommen. Und zweitens, ich bin froh gewesen, dass man darüber offen schwätzen kann. Weil das für meine Augen immer so ein Tabuthema war, wenn jemand im Rollstuhl umeinander ist oder wir sonst auch beeinträchtigte Leute in der Schule hatten, dass die immer komisch sind und niemand mit ihnen wollte spielen, wo sie dich voll gut aufgenommen haben. Also ich habe den Besuch mega schön gefunden als Kind. Und warum bin ich so gut angekommen? Wenn du jetzt sagst, dass andere Beeinträchtigte mit so Bezug haben, warum bin ich als Idol oder als cool angeschaut worden? Hat das einfach mit meinem Naturell zu tun gehabt, deiner Meinung nach, oder bin ich so offen mitgegangen bin? Also ich denke, das ist der grosse Vorteil, dass du Humor hast. Und du packst, das ist ein spezieller Humor. Nein, du packst die Leute mit deinem Humor und du kannst anstecken. Und wenn man bei einem Tabuthema anfängt, einen Witz zu reissen und die Leute schmunzeln, ist das Ganze nicht mehr so steif und ernst. Und ich denke, wenn man dich anschaut, man sieht den Rollstuhl. Aber man merkt, dass du sonst total fit bist. Und die Schüler, die wir kamen, eine kam mit der, ich glaube, Kinderlehrung, die das Bein nachgezogen hat. Und das war immer so, schau, die läuft voll komisch gewesen. Oder einer mit einer Sprachbehinderung, schau, ich kann gar nicht richtig reden.
Und bei dir, du schwätzest normal, du hockst normal. Ich glaube, das ist einfach auch weniger angsteinflüssend, ein Rollstuhl. Also für Kinder wie jemand, der hinkt oder nicht richtig kann schwätzen. Also findest du so Sicherheit wichtig in Schulen, dass man auch sensibilisiert? Definitiv. Also was ich einfach muss sagen, Kinder sind gemein. Und wenn Kinder wollen, plagen sie. Aber das Thema, gerade im Bus, auch ich sehe das viele Eltern mit ihren Kindern, ja, du darfst nicht fragen und lass nicht in Frieden und sowieso. Und überhaupt, ich finde, das sollte man offener kommunizieren. Und ich finde das gut, dass man Besucherschüler, also dass man Schulen besucht und das Thema bespricht. Wie gehst du mit anderen Beeinträchtigten um? Also, was ich mega oft mache, wenn ich jemanden im Rollstuhl sehe, ich lächle und sage Grüezi ganz normal, wie bei jedem anderen, der mir entgegenkommt auch. Die Erfahrung, die ich mache, ganz oft verschreckend, sagen nicht Grüezi, weil sie auch nicht wirklich mit dem rechnet. Und ich finde das mega schade, weil ja, ich grüße auch andere auf der Straße, gerade zum Beispiel zum Unterlegen, weil das Gang und Gebe ist, nicht mehr so wie der Zug in der Stadt. Und du wirst dann komisch angeschaut von Leuten im Rollstuhl, weil sie es nicht erwartet. Wo ich auch ein bisschen Berührungsängste habe, sind geistig Behinderte. Einfach weil das in meinen Augen auch so ein bisschen willkürlich und unberechenbar ist. Aber gegenüber körperlich Behinderten, auch wenn jemandem ein Bein oder ein Arm fehlt, da habe ich nicht wirklich Berührungsängste. Also gibt es bei jedem Behindertenbonus nicht? Nein. Gibt es nicht, okay. Und jetzt für dich, so im Naturellen, wie hat sich Behinderung bei dir geprägt oder ausgeprägt? Hat sie dich geprägt? Das nimmt mich wundern. Also im sozialen Denken oder. Ja, hat sie dich geprägt? Es geht, ich bin ein Ego. Und es hat mich schon immer angeschissen, als Kind jeden Rollstuhl zu haben und Zeug und Sachen, einfach weil du der grosse Bruder bist. Und man macht halt wenig einen grossen Bruder, das liebt. Das ist so das, was meine Umgebung mein Zuhause war. Es gibt immer wieder verschiedene Charaktere, die das anders auffassen. Aber du bist für mich einfach ein grosser Bruder gewesen. Mit oder ohne Rollstuhl. Und wenn ich dir etwas haben bringen oder etwas haben heben müssen, währenddem ich Fernsehen schauen wollte, hat mich das angeschissen. Also ich sage jetzt nicht, dass mich das sozial gemacht hat, deine Behinderung. Was ich einfach habe, wir haben daheim eine mega offene Kommunikation über alle Themen. Und wir dürfen sein, wie man ist. Und wir sind schon ein bisschen auf das Soziale aufgeklüpft worden. Aber ich würde sagen, das ist eher meine Erziehung, dass ich dann auch so ein bisschen den Kontakt zum sozialen Beruf gesucht habe. Und ich arbeite halt gerne mit Menschen. Ich liebe schwätzen und machen und tue. Ich könnte nicht hinter einem PC hocken. Also ich glaube, es ist vielleicht ein eigener Charakter. Okay. Mal, und jetzt so eine Schlussrunde. Hast du noch irgendwie einen Tipp, wenn jetzt eben das Geschwisterte mit einem beeinträchtigten Bruder oder Schwester jetzt das Video schaut, an was sie sich halten sollen? Wie eben, hast du noch einen Tipp? Also ich kenne andere, die auch Geschwister haben, die beeinträchtigt sind und die haben zum Teil in der Schulzeit unten durch müssen. Einfach, wie ich vorher schon mal gesagt habe, Kinder sind gemein. Und ich denke, gerade wenn man plagt wird wegen einem Bruder oder wegen einer Schwester im Rollstuhl, es ist eure Familie. Und was die Leute sagen, sie erstens kennen sie den Menschen nicht, sie sehen ihn nur und urteilen können sie nicht. Und Familie ist immer für einen da. Und es ist der Bruder oder es ist die Schwester und sie gehören zu einem und hören nicht, was die anderen sagen, weil sie kennen sie nicht. Und darf man auch entscheiden, auf einen Nerv geht? Oder eben, wenn man sie, soll man das offen sollen ansprechen, auch in der Familie? Also, wenn man das Gefühl hat, die Beeinträchtigung nimmt zu viel Platz weg. Was hast du gemacht? Du bist auch nicht, sondern in der Zeit, ich bin auch da. Und dann hat man wieder geschaut, wie man es einbinden kann. Das ist sicher auch wichtig, oder? Unbedingt. Also, ja, ich habe von Kind auf schon einen sturen Kopf und Hitzkopf und egozentrisches Denken. Und ich glaube, das braucht man auch, wenn man einen Bruder oder eine Schwester im Rollstuhl hat. Viele merken das die Eltern auch gar nicht. Ich glaube, ganz viele Eltern haben ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Kind im Rollstuhl und wollen etwas gut wieder gut machen. Und da geht manchmal das Kind, das laufen kann, ein bisschen unter. Und es ist
eine trotzdem ganz normale Familie, ob der jetzt im Rollstuhl hockt oder nicht. Und ihr seid auch da und dann wehret euch. Und das wollen die zum Teil die im Rollstuhl auch. Sie wollen ja nicht mega bemütterlich werden und anders behandelt werden. Also dann machen wir nichts falsch. Oh, dann danke ich dir für die offenen und ehrlichen Worte mit einer Umarmung. Ja, das ist schön.